Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Burago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei der Junkbox-Ausgabe, und zwar Extended-Version, weil ihr es euch ja von Anfang an gewünscht habt. Und schauen, was wir bei Hospital Tycoon so reißen können. Wir sind so in dem letzten Kapitel. Unsere aktuelle Aufgabe ist, einen extremen ADS-Patienten zu handeln und einen Inspekteur, der in 5 Tagen kommt. Wir sind hier bei Tag 2. Von daher mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Wir sind ja schon fast auf 5%. Das einzige Problem sind nur noch die Fähigkeit der Leute. Da können wir auch mal einen anderen Weg gehen, wenn wir schon mal dabei sind. Wir packen hier mal so ein schicken Räumchen rein. Der kann nämlich dann raus. Ja, den brauchen wir nicht, weil wer jetzt Ahnung hat, hat schon eine Idee, was ich jetzt hier installieren werde. Genau, den Trainomaten. So, ein bisschen Dekoration hat noch nie geschadet. So, weil auch Lernen soll in einer hübschen Umgebung sein. Warum kann ich da keine platzieren? So, den brauchen wir hier drin auch nicht. Aber mein Lieblingseinrichtungsgegenstand wäre Aretin, genau. Ein Sofa. So, vielleicht noch ein Tischchen in die Ecke. Dekorativ vielleicht noch ein paar Anschauungsmaterialien an die Wand. So, ein Klappermann. Na, den kriege ich. Ah, hier gehen wir dahin. So. Jetzt haben wir das erledigt. Wie fähig ist er hier? Der ist eigentlich ganz okay, aber trotzdem, sage ich mal, gehen wir auf den Trainomaten. Jetzt versuchen wir einfach mal auf diese Art und Weise das ganze Personal ein bisschen zu beschleunigen. Haben wir eigentlich hier einen Pharmazeutiker? Ah, mit Dr. Stangman, genau, der ist unser Apotheker. Du stehst auch nur hier sinnlos rum. Du kannst. Ah, ne, die wartet auf Behandlung. Die hat keine Zeit. Er ist auch voll im Einsatz. Der Dr. Justice ist das ja. So, der wartet auch auf Behandlung. Unsere Chirurgin, die könnte man auch mal auf den heißen Stuhl schicken. Einfach, um die Sache ein bisschen zu pushen. Ich bin ja mal gespannt, was so der übliche Behandlung von ADHS ist und warum da noch kein Apotheker drin ist. Patienten, Diagnose, Diagnose, Diagnose. Wo haben wir denn einen mit extremem ADHS? Ah, Diagnose. Ah, beim Blutabnehmen und Bluttest gab es denn Hautichumgabe. Hautichumgabe, ist das geil. Das ist doch mal ein Medikament, das doch jeder Kammer hätte. So, wo ist eigentlich der Dr. Strangman? Er ist da hinten. Das werden wir gleich mal ändern. Bei den Herren. Oh, das war jetzt nicht so clever. Genau, Dr. Stangman. Du bist Pharmazeutiker, also mach dich mal nützlich. Okay, er bewegt sich schon. Wahrscheinlich war jetzt der erste Patient für das Thema mit der extremen ADS angetreten, aufgeschlagen ist. Oh, hier haben wir noch einen Physiotherapeuten, den schicken wir auch mal auf den Stuhl. Genau, dahin bitte, Trainomat, auf geht es. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Fähigkeit. Sind wir immer noch bei 88%. Eigentlich wollte ich ja zulegen und nicht abnehmen. 95%. Okay. Personalbehandlung sind wir jetzt auf 100. Zum Glück. Also brauchen wir nur noch hier außen ein bisschen dekorieren. Da sieht schick aus. Ah, hier ist immer den hier. Ja, machen wir nicht viel her. Packen wir hier einfach mal so. Ja, ein paar Pflanzkübel hin. Da welche. Wir haben, glaube ich, ein Ziel erreicht. Und zwar einen mit extremem ADS behandelt. So, dann bleibt jetzt nur noch diese 5-Sterne-Nummer. Okay. Die Fähigkeiten. Okay, die Patienten sind voll im Arbeitswahn. Er schnappt sich gerade ein. Was ist mit ihm eigentlich hier los? Hallo? Ja, ne, kann ich nicht aktivieren. Ah, ja, war das noch. Die sind zur Demonstrisierung. Naja.
schleppt sich dahin. So, Personal. Vielleicht sollten wir noch einen Techniker einstellen. Weil mittlerweile haben wir doch sehr viele Maschinen im Einsatz. Ja, der ist ganz okay. Den setzen wir mal hier rein. Hat das eigentlich Auswirkungen auf unser... Okay, jetzt müssen wir sehen, der Personalstack sollte reichen. Okay, Dr. Stengman ist am Schickern. Ach ja, dekorieren waren wir ja. Wir müssen ja noch sehen, dass wir hier ein bisschen auf die letzten Punkte kommen. Machen wir einfach mal die schnelle Nummer. Hier nochmal die Kaffeeautomaten. Getränkeautomaten. Ich lasse mal hier die Lücke extra für den Mülleimer. So, da ist dann auch schon der Mülleimer drin. So, check, check. Ich bin begeistert. Hier können wir noch dekorativ vielleicht, wo ist denn die Pinnwand? Ich suche die Pinnwand. Da ist sie nicht, da ist sie nicht, da ist sie nicht. Aktivitäten. Ach, da ist die Pinnwand. Da hängen wir aber nochmal die Pinnwand dran. So. Und hier drüben machen wir ein schickes Bild. Weil einfach ein Bild dahin soll. So. Wie schaut es jetzt aus? Dekorativ sind wir jetzt bei 96. Hier können wir wahrscheinlich nur abwarten, bis die sich von selber hochpushen. Okay, da ist auch noch ein bisschen Platz. Ja, können wir hier noch mal ein bisschen Kunst hinpacken. Ja, Kunst. Jeder mag Kunst. Ja, hier mal auch noch ein bisschen Kunst. So. Vielleicht ein paar Fernseher, Aktivitäten hier, Fernseher. Die müssen wir aber drehen. Obwohl es wahrscheinlich ungünstig hier in der Ecke. Dann machen wir automatisch schon gleich wieder einen Hemmschuh. Drehen wir hier den Spaß mal um. Genau, stellen wir ihn da hin. Da kann jeder mal ein bisschen drauf schauen. So. Dekoration, wie weit sind wir da? 96 immer noch. Die letzten Prozente scheinen doch ein bisschen in Krampf zu sein. Ich befürchte nur, ich hoffe mal nur nicht, dass, wenn wir das nicht ganz erreicht haben, dass es dann die Mission fehlt, weil eigentlich haben wir bis jetzt jede Mission hingekriegt. So, bringt denn dieses Schildchen überhaupt was? Ne. Also bleiben wir doch bei der klassischen Dekoration. Das heißt, Blümchen hinstellen. Da ein Blümchen. So, da machen wir hier noch ein kleines Pflanzkübelchen. So, können wir eigentlich die medizinischen Bilder auch außen anhängen? Nein. So, ja. Ich pflastere einfach mal überall ein paar Bilder ran. Schade ist nur, dass die Auswahl der Bilder so relativ stark begrenzt ist. Weil an sich ist ein Bilder immer ein schönes Mittel zum Dekorieren. Wir können auch genau noch mal eine Uhr irgendwo hinhängen. Da ist schon eine. Ach, hängen wir einfach hier drüben noch einer ran. So. Hat das jetzt was gebracht? Ja, 97%. Das Dekorieren ist schon eine ziemlich fizzlige Sache. Oh, wir haben schon einen Toten leider. Aufnahme, wie schaut's aus? Warten auf Diagnose, Dekomprimierung, Infizierung, das hält sich alles in der Waage. Behandlung. Warten tun relativ wenige. Okay. Ja, wo machen wir jetzt noch Dekoration? Ich weiß auch gar nicht, ob es was bringt, wenn man diese... Oh, haben wir da nochmal eine Uhr dran, damit man auf den beiden Seiten sieht, wie spät es ist. Da qualmt schon wieder kräftig was. Vielleicht sollten wir nochmal schauen, ob wir Techniker einstellen. Und zwar einen deutlich fähigeren. Die alle faul, faul, faul. Der ist nicht so super... Okay, nehmen wir den Techniker und den schicken wir gleich mal dann auf den Stuhl. So, da hat wahrscheinlich jetzt unser Durchschnitt auch ein bisschen gelitten. Nein, 86. Da sind die lieben Techniker hinten am Pläuschen, das ist nicht so schön. Unser Seuchenexperte ist auch ein bisschen am Pläuschen. Wir haben, glaube ich, haben wir eigentlich zwei. Mal gucken. Personal.
Mit zwei solchen Experten, ja. Zwei solchen Experten. So. Der ist fähigkeitmäßig, ja, kann auch nochmal hier drauf. Ich hoffe mal, dass wir auf diesem Weg die ganze Sache ein bisschen pushen. Okay, der ist fähig. Ja, da wird schon wieder dekontaminiert. Die ist eigentlich ganz okay. Wie weit ist der Endeffekt hier? Von der Fähigkeit. Ja, du könntest einfach mal hier hingehen. Weil das Ding muss dringend was getan werden. Es qualmt und raucht. Zum Glück gibt es keine Feuer mehr dabei, sonst würde es hier ein Dauerpiepsen geben. So, und dann schnappen wir uns mal den nächsten Techniker. Schau mal, ob wir für ihn Arbeit finden. War ja vorne nicht doch. Genau. Bitte mal reparieren gehen. Ach. Dann muss ich jetzt schon noch darauf achten. Okay, finden wir für dich auch noch einen Job. Mag nicht. Baba, hier sieht alles weit intakt aus. Ah, hier brennt auch noch was. Hm. So. Das ist doch super, wenn die Techniker da rumlungern und eigentlich arbeiten sollen. Und was machst du jetzt hier? Okay. Du kannst ihn auch gleich mal drauf trainieren, wenn du schon mal da bist. Also über 88%. Unbekannte Krankheiten. Haben wir nicht für die Behandlung aller Krankheiten alles da? Ich schaue lieber nochmal durch. Ja, sieht dann ganz danach aus. Okay, nichts Rotes mehr. Nicht, dass da irgendwas durch Lappen gerutscht wäre. Wäre natürlich eine ganz doofe Geschichte. Hier sieht schon wieder jemand nicht ganz so gut aus. Körperscanner. Ja, der Körperscanner war ein bisschen im Arsch. Mal gucken, wie das eigentlich aussieht. Aufnahme. Warten auf Diagnose. Zu lösen. Was auch war. Körperscanner. Ah, wir haben wieder mal ein Problem mit dem Engpass des Körperscanners. Da sollten wir wahrscheinlich mal was dagegen tun, indem wir die ganze Sache hier mal drehen. Und einen zweiten Körperscanner vielleicht besorgen. Ja. Das passt soweit. Wenn ich einen leeren Raum mache. Okay. Da haben wir dann noch einen weiteren Körperscanner. Da ist Kotze. Da machen wir mal Hausmeister. Weil so wie das da aussieht, wäre der Inspekteur nicht so begeistert. Hausmeister, der ist super. Hin damit. So. Die Dame ist jetzt wohin unterwegs? Aufnahme. Aber hier ist doch gar keine Aufnahme. Vielleicht sollten wir unsere Aufnahme nochmal aufstocken. Wie sieht es überhaupt aus mit der Erschöpfung? Eigentlich relativ. Mach du mal ein Schwätzchen mit der. Und du? Na, du bist eigentlich fit. Ist interessant, dass die da hinten rumläuft. Lieber abnippelt, statt sich behandeln zu lassen. Fähigkeiten 98. Ich bin begeistert. Okay, Patienten warten. Das ist toll. Da wird auch gewartet. Der latscht einmal hier so durch die Gegend. Den schicken wir mal auch mal hier drauf. Trainieren. Das Tolle ist, jetzt haben wir hier wieder die Möglichkeit, mal Blümchen vor die Tür setzen. Neuer Raum heißt auch wieder Blümchen vor die Tür setzen. So. Alles klar. Da eins hin. Dort eins hin. Mal schauen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt keine so viele Patienten haben, die so mies gelaunt sind. Hier haben wir eine mit Ozylose. Okay, die ist gerade auf dem Scanner. Das ist super. Okay, was sagt... Dekorationstechnisch sind wir immer noch bei 96. Okay, jetzt haben wir hier wieder Platz für einen schicken... Tja, für Mobiliar. Machen wir wieder mal... Ja, machen wir einfach mal die Nummer hier. Das Ganze mal drehen. So.
So, den auch drehen. Und damit es ein bisschen entspannter aussieht, machen wir das Ganze so. Dekorationstechnisch hier noch wahrscheinlich ein Blümchen hin und da ein Blümchen hin. So. An die Wand kommt natürlich wieder eine Uhr, damit jeder weiß, wie spät es ist. Und jeder, der auf der anderen Seite sitzt, kann auf diese Uhr schauen. So, was sagt denn die Dekorationsanzeige? 97%, das ist super. Aber mein Timer sagt jetzt was anderes. Mein Timer sagt nämlich Feierabend. Es ist schon wieder eine Viertelstunde rum und wir sind einiges weitergekommen. Ich hoffe mal, in der nächsten Folge schaffen wir dann endlich die 5 Sterne. Und dann brauchen wir nur den Inspektor abwarten, weil wenn ich hier gucke, betrifft es endlich nur noch Kleinkram. Und dann haben wir das geschafft. Und dann bin ich gespannt, was nach dem Kapitel passiert und wie die Auflösung ist. Doch das alles in der nächsten Folge. Bis dahin bin ich Mekurago und sag Servus und Ade.